Er ist einer der Favoriten, Esel Zack mit der Startnummer 1. Timo, Patrick und Chris gehören zu seinem Team. Beschnuppert haben sie sich erst kurz vor dem Start. Sofort sympathisch, sagen wir so. Ja, und dann Leinig nochmal, der hat direkt Zoger, also von dem her haben wir ein gutes Gefühl. Also ich glaube, der will nach vorne. Der hat nicht ohne Grund die Nummer 1. Das Gefühl ist gut, doch die Konkurrenz groß. 12 Esel sind am Start, in Dreiergruppen werden die Vorlaufsieger ermittelt. 4 Runden sind zu laufen. Und Zack startet perfekt ins Turnier. Nach jeder Runde wird der Esel übergeben. Und Zack läuft den Gegnern auf und davon. Der Vorsprung ist so groß, dass es sogar für ein Päuschen reicht. Und mit Leckerli geht es locker ins Ziel. Die anderen Esel, eher störrisch. Teilweise war der Esel schneller als die Läufer, aber Hauptsache Erster. In den anderen Vorläufen ist kaum ein Esel dabei, der Zack gefährlich werden könnte. Nach einem Eselrennen sieht das nicht immer aus. Zack lässt sich nur von einem Teilnehmer kurz vom Fressen abhalten. Der hier, Mojito, Esel Nummer 7, der hat's drauf. Mit welcher Taktik läuft ein Esel eigentlich richtig schnell? Also, da gibt sicherlich keine Taktik. Wenn der Esel nicht will, dann geht nichts. So ein Esel ist nicht berechenbar. Der rennt einmal und dann hält er auf einmal an und blockiert und ist einfach lustig. Ich komme aus dem Norden und kenne mich mit Eselrennen gar nicht aus. Also das ist für mich was ganz Neues. Und habe keine Ahnung, was man tut, damit er läuft. 3, 2, 1, Start! Ab ins Halbfinale. Die ersten 2 qualifizieren sich für den Endlauf. Schrecksekunde bei Team Zack. Die Eselübergabe geht fast schief. Rosi mit der Nummer 5 nutzt die Gunst der Stunde und zieht vorbei. Aber auf Platz 2 kommt Zack sicher ins Finale. Halbfinale muss ich gewinnen. Aus Finale. Die Spannung steigt vor dem großen Finale, wie in Baden-Baden oder Iffezheim. Doch jetzt wird es für alle Zack-Fans ganz bitter. Hier die rennentscheidende Szene gleich nach dem Start. Auf dem engen Oval hat der kleine Mojito mit der 7 gegenüber dem großen Zack klare Vorteile. Mojito düst allen auf und davon. Und Zack macht einen auf Esel. Will nicht mal mehr über die Ziellinie laufen. Mojito wird Champion und Zacks Besitzer analysiert die Endlaufschlappe. Da war die Luft raus, keine Lust mehr, hat er gesagt, lauf selber, ich fress jetzt lieber was. Wir sind ja ins Finale gekommen, von dem her war ja schon. Beste Esel. Also beste 5, also von dem her kann man kein schlechtes Loszogen mit dem Esel, oder? Zack am Ende, störrischer 5. Aber Esel der Herzen.